Schalte Mortar aus. Und die ganze Scheiße nur dafür, damit wir endlich wieder nach oben kommen. Irgendwie Ronin-isch! Gott, nicht witzig, die Ecke. Man könnte mich eigentlich neuerdings auch Anabolika nennen, so hoch wie ich springen kann. Alter! Anabolika! Was denn? Nicht Anabolika? Nein. Das wäre ja Carlos. Was ist? Sehr egal. Das wird ein Heidenspaß, Rocky. Oh! Ciao, Mortar! Kurz Medizin nachkaufen. Dito. Okay. Stop. Tschüss. Ah, nee. Ich muss mal alles töten. Was? Er ist vorgegangen. Meine Jungs kommen und klauen die Sprengsätze, aber dazu muss der Luftraum frei sein. Schalte die Kopter aus. Komm runter. Es ist der Goliath, Vorsicht. Klar, ja, geben wir Sternfeuerschutz. Juhu! Spoink, 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 spoink. Chris, komm rein! Ich bin drin. What the fuck? Ich habe hier oben meinen Spaß. Honey, dafür könnte ich dich gerade sowas von hinten penetrieren, das weißt du schon, oder? Ach. Leckt das Ding gerade eigentlich, oder? Ja. Okay. Dachte schon, wir machen das wieder nicht normal. Wuhuu! Auszugehen, die Physik bei den Kopfern haben die extrem geil hinbekommen. Also auch wie die abstürzen. Finde ich stylisch. What the fuck? Was ist das denn für einer? Sterbende eine. Gestackt! Komm einfach her und stirb. Ach ja, wir dürfen sich noch eine Sache nicht vergessen. Das ist die Quest. Ich bin gerade auf dem Weg dahin. Wo ist denn die Quest jetzt? Hier! Oh. Muss man diesen Planeten runter? Brauche Versorgungstransmitter, einen Lunar-Versorgungstransmitter. Banditen haben einen gestohlen, sie nennen sich meine Freunde, sind sie nicht? Bitte hol ihn! What the fuck? Nehmen wir Ulysses Haustier auf? Was ist? Ja. Weil es geht. Leute, wo seid ihr? Ich bin immer noch hier auf oben. Auf dem Weg nach unten, auf die nächste, zweite unterste Etage oben. Ui. Hier aufzunehmen oder die Aufgabe zu erfüllen. Ich guck mal nach, ob es der Twitter ist oder nicht. Wenn das Twitter ist, lassen wir es erstmal kurz zacken, damit wir das Haus hier noch finden. Oh nein, nein! Ich ahne, wo es ist, ich ahne, wo es ist. Das gefällt mir nicht. Ja, ich habe richtig geahnt. Unten, sehr weit unten. Hast du das Haustier gefunden? Ich hab auf jeden Fall das eine Teil gefunden. Ich habe den Transmitter gefunden. Ja, ich habe das Haustier. Frederik der Fisch. Ich wollte schon so oft verschwinden. Keine Chance. War doch scheiße, ich komme nicht hoch. Aber warte auf uns, okay? Okay. Der Weg hat sich das Ding geholt. Endlich. Bis es oben endlich. Cyber, wo bist du denn? Unten. Wo unten? Ich bin gleich bei dir. Ah, so viel zum Thema, ich bin gleich bei dir. Ich warte dann mal. Dann warten auf mich, Cyber. Ja, ja. Dum, 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 do, dum, dum, dum. Und hier spielen sie jetzt bitte die Jeopardy-Themenmusik ein. Oder welche Melodie hier auch dazu passt. Ich weiß gar nicht, wie die sich nennt. Wo Leute gejagt werden und die ganz schnell abspielt. Bitte alles einsteigen. Einsteigen, Tür schließe, pass ich da der Bahnsteigkante. Nee. Hallo, Baby.
die Vorscheune, Bidi. Alter. Was kriegen wir dafür? 4 Iridium. Ach, das ist doch was. Und eine witzige Sequenz. Die ist wirklich sehr witzig. Stell den Transmitter dorthin. Genau dort. Mach schon. Was ist? Was ist es? Eine Bombe. Nein, nein. Aktiviere den Transmitter. Jetzt kann ich weg. Endlich weg von diesem Planeten. Einfach zugucken, was da passiert. Könnt ihr das mal beobachten. Okay. Das ist ziemlich geil eigentlich. Kann hier weg. Endlich kann ich diesen Jack verlassenen Planeten verlassen. Hol mich hier raus. Hol! Habe ich zu viel versprochen? Hat Hyperion ihn einfach mal mit einem Container zerquetscht. Ui. War es die falsche Art von Transmitter? Ja. Sind im Anflug und hol die Fracht ab. Kopf weg! Slaps sind im Anflug! Norm! Wir haben die Welt gerettet! Wuhu! Die Welt ist dir ja so dankbar. Spring einfach am Ostende des Turms runter, wenn du auf dem schnellsten und coolsten Weg wieder zu der Schnellreisestation willst. Und wo ist der Ausgang? Hier unten ist noch fast nicht erforscht. Da will ich runter. Dann geh doch. Bist du gerade aus dem Kopternest gesprungen? Gott verflucht, machst du mich stolz. Auch nur ein schlechter Sniper. Hey, besser als gar nichts. Ich habe immer noch 2 Mille. Da geradeaus. Selber? Und hier, ja? Leute, fällt euch was an den Teddykopf auf? An den Teddykopf. Welcher Teddykopf? Der Teddykopf. Ach, Eddie? Der? Ja? Was denn? Tina hat bei sich im Schrank, beim ersten Mal, beim zweiten Mal ist der Teddy nicht mehr dort, einen abgetrennten Teddybär-Torso. Er lohnt sich nicht. Und das ist hier der... verdammt, ich komme da nicht hoch. Fuck. Ja, und das ist vielleicht jedenfalls ist auch der Tibbers. Kopf dazu. Vielleicht ist es ja auch Tibbers. Wer weiß. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? 1, 2, Tibbers, 5. Lass uns alle mal mit Annie bis 5 zählen. 1, 2, Tibbers! Bin ich faul? Ja. Sorry. Sind wir faul? Alter! Was steht da? Oh Gott, was steht da? Ein Augenblick. Angriff auf Digistruct Peak? Lol. Irgendwas Neues Kaufbares. Ui, die Waffe möchte ich haben. Die sieht aus wie ein gigantischer Dildo. Ach, eine Iridianwaffe wieder? Nein. Eine Torque-Waffe. Oh Gott, das Ding explodiert! Das haben explodierende Dildos so an sich. Oh mein Gott. Was denn? Nein, da bist du aus. Nichts geht über einen guten Verkauf. Auch schön designt. Yay, ich bin der millionste Kunde von Markus. Alter! rechts. Rechts um!
Oh, scheiße, Meinung. Einfach geradeaus weiter. Ja, ich weiß, aber ich wollte nur... Links, einfach der Straße links, folgen, einfach links, der Straße folgen. Links. Folge... Noch ein Stück links. Folge einfach der Straße. Ja, ich weiß. Nur noch ein Stück weiter. Geradeaus. Ja. Noch ein Stück. Meine Jungs legen los. Das und die Rücke ist offen. Der Weg zur Infostockade ist frei. Geh rein und finde raus, wo Lilith und der Krieger sind. Und währenddessen werde ich einem Halbi... Ach, der Krieger. Arid Nexus Boneyard. Die Ecke müssten wir, glaube ich, sogar kennen, oder? Nee, noch nicht. Das ist noch nicht. Es gibt zwei Arid Nexus Bereiche, und in einem werdet ihr kennen. Ja, weil das das Anfangsgebiet vom ersten Teil von Borderlands ist. Verlöre doch eigentlich den ganzen Spaß. Well, das ist Arid Nexus. Alter! Wie verhalten diese Skeks aus? Stirb! Es sind Alpha-Skeks. Noch schlimmer, ein Bad ist Slack-Skeck. Welch Wortgewalt, Slack-Skeck. What the ach, fuck? Hier ist es, ach ja, hier war, glaube ich, das... War hier das Arschloch? Hm? Leute! Mir ist das jetzt ein bisschen zu hoch. Siehst du das Gebäude, aus dem das Licht strahlt? Das ist die Infostockade. Wir werden dich durch die Haupt-Iridium-Pipeline reinschleusen. Geh na toll. Ah, geht doch. What the fuck? An der was? Seite der Pipeline sollte eine Leiter sein, die zu einer Wartungsluke führt. Dadurch kommst du ins Innere der Pipeline. Gesundheit. Aber so kommst du zur Stockade. Aufwischen. Bless you. Wozu braucht man eine Approbation, wenn man Stil hat? Fuck you fucking fuck. Ihre Freunde! Ich hab doch nur Gesundheit auf Englisch gesagt. Wo sind unsere Freunde hin? Da, wo du nicht bist. No. Okay. Ist das bei euch gerade auch so laut? Ja. Ja. Gleich kommt der Untergangssprache wahrscheinlich. Er ist kurz davor, etc. Wir kennen die ganzen Scheiße. Wovor? Alter, das ist Jack. Earth Baben. Geil. Quick Earth. Was hat das bitte mit Quake zu tun? Ach, Quake. Das war gerade eine Anspielung, die Aussage ich von weiß. Cyber war eine Anspielung auf das Spiel no! Quake. Okay. Sieht aus, als wäre die Leiter kaputt. Allerdings scheint die Pipeline gesprungen zu sein. Ich wette, wenn du den Druck erhöhst, kannst du das Rohr aufsprengen. Geh auf diese Weise rein. Ja, geh zu einer der Pumpstationen. Moment, Honey, komm auf die Ecke. Ich hab den Hyperion Außenposten erreicht. Müsst ihr eigentlich was sehen können bei mir? Die Aufschlagsorte der Kugeln. Links, rechts, links, rechts, links. Tschüss. Ich komme hin zu euch in ein paar Sekunden. Hyperion Truth Network. What the fuck? Auf, um den Druck zu du kommst da nicht mehr raus, Cyber. Honey. Was war das? Battle Loader. Toter Battle Loader. Passive Aggressivität. Gesundheitsvampir. Dann sichern wir mal den Bereich. Ach, reicht nicht. Ich leuchte, Lila. Gefällt mir.
Oh, ein Ion Loader. Ich kann diese Dinger einfach nicht ab. Infiltrator. Kaum wieder vorstoppt, ja. Cool. Ach, nur zur Info, die Ecke kann man sehr schwer überleben im Normalfall. Also